Jugend forscht hat in Sachsen-Anhalt 20-jähriges Jubiläum. Ein wichtiger Nachwuchswettbewerb auch für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes? Jugend forscht ist sehr, sehr wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. Denn die jungen Preisträger, die heute hier ausgezeichnet wurden, das sind die Fachkräfte der Zukunft. Meistens studieren sie auch in den Richtungen weiter, in denen sie heute hier Preise gewonnen haben. Vor allen Dingen MINT-Fächer, also Naturwissenschaften und auch technische Fächer. Aber generell ist es auch eine Motivation für die jungen Menschen, sich über diesen Wettbewerb auch darstellen zu können und auch mit der Schule und mit den Themen, die man dort anbietet, zu identifizieren. Was fasziniert Sie an wissenschaftlicher Forschung? Wissenschaft hat uns begeistert, dass das nicht bloß ein Prozess ist, der ein, zwei Tage dauert, sondern wirklich kontinuierlich bis zu 2 Jahre. Und wir haben ja wirklich 2 Jahre geforscht. Wenn man dann nach den 2 Jahren wirklich die Lorbeeren ernten kann, dann ist das schon ganz schön viel wert. Man stellt auch so fest, dass man ein Teil vom Ganzen ist. Man bildet die Grundlage für was Neues, was später kommen kann. Ja, also ich kann das nur bestätigen. Es ist natürlich sehr schön, wenn man nach 2 Jahren Arbeit dann sieht, dass man was erreicht hat und scheinbar ja auch gut was erreicht hat, weil sonst wären wir ja nicht Landessieger geworden. Also wir freuen uns sehr über unseren Sieg im Landesfinale. Was haben Sie den Preisträgern heute mit auf den Weg gegeben? Ich habe den Preisträgern zuerst einmal gedankt. Sie haben sich hier engagiert, haben sich wirklich gut präsentiert und man muss ja auch sagen, sie hätten ja durchaus auch andere Alternativen gehabt, ihre Freizeit zu verbringen, dass sie ihre Zeit einsetzen, um zu forschen und zu entwickeln. Das ist aller Ehren wert und ich habe ihnen auch Mut gemacht, weiterzugehen. Einige habe ich schon in den letzten Jahren kennengelernt, da sind die Projekte jetzt in einem weiteren Stadium angekommen. Und ich glaube, dass aus all diesen Preisträgern durchaus mal gute Forscher und Forscherinnen werden. Und wir haben auch damit die Signale an die Wirtschaft gesendet, dass man frühzeitig mit der Förderung und mit der Unterstützung anfangen muss.